So, also jetzt hier bei dem Marcel mit der Startnummer 2500. Du bist auch im Ziel. Wie lange hast du gebraucht? Ja, ich habe keine genau. Ich weiß nicht genau. Ich glaube, es war irgendwas zwischen 26 und 27. Hab jetzt so ganz registriert, war ein bisschen total im Rausch. Hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, waren jetzt das erste Mal mit dabei. Dieses Jahr jetzt mit 16 Leuten. Ich hoffe, wir können für nächstes Jahr auch mehr motivieren. Auch dann großes Dank an euch für das Engagement. Belebt auf jeden Fall, macht Fun. Wie war die Strecke? Die war sehr, sehr angenehm. Ja, letztes Jahr habe ich zugeschaut, da ist meine Freundin mitgelaufen. Da war es natürlich so, da war extrem heißes Wetter. Dieses Jahr war enorm, enorm geil. Heute Morgen hatte ich ein bisschen Angst, hat extrem geregnet. Aber jetzt, tolles Wetter, Strecke war super, war sehr angenehm zu laufen. Eigentlich nicht zu hart, nicht zu weich. Für Profis war es dabei, genauso für Laufanfänger. Ne? Aber letztendlich, denke ich, geht es auch hier mehr um den Spaß. Ne? So sehe ich's. Auf jeden Fall. Und heute Abend noch Aftershow-Party, oder? Natürlich, bei Schwamm wird immer gefeiert, ne? Rund um die Uhr. Ja. Na super, dann noch viel Spaß und danke. So, also, ein Teilnehmer mehr, der hier sein Bestes für uns preisgibt. Also, wunderbare Zeit, auch 26 Minuten, ganz toll. Und der Kollege Becker ist mittlerweile auch hier, der macht auch Fotos. Du hast den ganzen Tag den Firmenlauf über bei uns im Studio verfolgt. Ja, ich arme Sau, ja. Du arme Sau. Ja. Der Bierkasten ist jetzt leer, ja. Der Bierkasten ist leer. Ja gut, gibt ja hier genug Bier an unserem wunderbaren Aftershow-Party. Gibt es genug Bier, also da kann der Herr Becker sich natürlich auch noch das ein oder andere Bier kredenzen. Und es geht weiter, es kommen immer mehr Leute durchs Ziel. Es hört nicht auf, es hört nicht auf. Wir sind ins Ziel geschafft und uns nicht getraut haben, diesen zweiten Firmenlauf in Saarbrücken mitzumachen. Und ihr habt alle herrliches Wetter mitgebracht. Stell dir vor, es hätte jetzt gewittert, gedonnert, dann wärt ihr auch nass ins Ziel gekommen. So ist es aber. Ja, das muss man aber wirklich mal sagen. Das ist wirklich klasse Wetter gewesen hier bei uns. Also das war heute Morgen, hat das ja noch keiner gedacht, dass das so toll wird heute hier. Patricia, ich weiß nicht, wie lange wir jetzt nicht mit dem Ton zu hören waren, aber deswegen nochmal an dich die Frage, hast du geglaubt, dass das heute mit dem Wetter so funktioniert? Nein, ehrlich gesagt nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt und mittlerweile ist auch unser Chefredakteur Tom Becker angekommen vom Sender mit einer Bestzeit, würde ich sagen. Bitte nochmal. Tom Becker, unser Chefredakteur. Tom Becker. Ja, ja, okay. Genau, wir haben viele, viele Menschen, die hier ins Ziel laufen. 4000 Leute bei wirklich tollstem Wetter. Also das Wetter ist Wahnsinn. Ich glaube, ich weiß nicht, wir schauen nochmal auf unser Regenradar und sehen, dass da nichts auf uns wartet an Regen. Also das ist wirklich tipptopp, wunderbar, ganz toll. Jens Wagner. Ihr habt es euch wirklich verdient. Glückwunsch an alle, die es ins Ziel geschafft haben. Und alle, die es noch schaffen werden. Vielfalt inklusive die Lebenshilfe Obere Saar ist auch da. Genau, also heute Abend noch die große After-Run-Party auf dem Tiplisser Platz. Da kann jeder, der jetzt vorm Handy sitzt oder vorm Computer sitzt, auch vorbeikommen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Tolles Programm mit der großen Siegerehrung. Wir winken unserem Astronauten Thomas Gerst zu, der uns jetzt gerade hier von ganz oben zuschaut. Hallo Thomas! Ich glaube, er hat gerade ein Herz gemacht. Komm zu mir, du kennst den Besten. Heißt er nicht Axel? Wie heißt er? Alexander Gerst. Ja, ich habe Thomas gesagt. Weißt du, warum Thomas? Weiß ich auch nicht. Alexander Gerst natürlich. Stimmt. Unser Astronaut. Also ich habe es gar nicht mitgezählt. Ich weiß nicht, wie viele Leute jetzt schon durch sind, aber
Ich sehe nach hinten und sehe, da laufen immer noch Leute, aber das sind schon deutlich weniger. Also wir dürften jetzt so langsam in Richtung Zielspurt gehen. Das sind die letzten Läufer, die jetzt noch über den St. Johanner Markt laufen. So, für alle, die es interessiert, heute, also fangen wir an mit dem vergangenen Jahr. Im vergangenen Jahr waren es so circa 2.500 Läuferinnen und Läufer. Und dieses Jahr haben wir fast die 4.000 geknackt. 4.000 Teilnehmerinnen und ihr wart mit dabei beim zweiten Firmenlauf Hauptbahn hier in Saarbrücken. Geht's euch gut? Perfekt! Und es ist immer wieder schön, auch die strahlenden, entspannten Gesichter zu sehen. Ihr habt es alles Ziel geschafft. Ihr könnt so, also, wir enden jetzt mit unserem Livestream von hier. Die letzten laufen jetzt ein. Ich muss jetzt wieder mit Patricia Piggert auf die Bühne. Da gibt es dann nachher die große Live-Siegerehrung und vielleicht seid ihr auch dabei. Wer jetzt also noch da rumsitzt, zu Hause, Facebook.